Wie können Moleküle in ihrer dreidimensionalen Ausdehnung visualisiert werden? Welche Prozesse laufen ab, wenn zwei Gase aufeinandertreffen? Wie reagiert eine Wirbelsäule auf Belastung? Und was passiert, wenn Salzwasser auf Süßwasser trifft? Für Fragen wie diese werden am Exzellenzcluster Simulation Technology der Universität Stuttgart neuartige, computerbasierte Simulationstechnologien entwickelt. Simulation Technology ist eine neue Art von Wissenschaft, die die Ereignisse der realen Welt virtuell durch computergestützte Modellierung und Simulation beschreibt, analysiert und Vorhersagen trifft. Mit ihren Methoden definieren die Stuttgarter Forscher einen universellen wissenschaftlichen Ansatz, der prinzipiell auf jedes System anwendbar ist. Ihre Modelle stellen Phänomene von der kleinsten bis zur größten Skala dar und sprengen mit skalenübergreifenden Ansätzen die Grenzen traditioneller Wissenschaftskonzepte. Heute bespricht Professor Ehlers mit einem Juniorprofessor und einem Postdoc Probleme der Partikeldynamik. Er ist Direktor des Forschungszentrums SimTech sowie Koordinator des Clusters und kennt die gesamte Bandbreite der SimTech-Projekte. SimTech forscht auf verschiedenen Bereichen. Das beginnt auf der atomaren und subatomaren Skala mit quantenmechanischen Methoden, läuft dann über die Methoden der Molekulardynamik und Partikeldynamik bis hin zur makroskopischen Kontinuumsmechanik. Die skalenübergreifende Forschungsweise ist dabei eines der ganz herausragenden Merkmale von Simulation Technology. Nur durch die Kooperation mit dem Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart können die extrem rechenintensiven SimTech-Projekte verwirklicht werden. Durch Mehrfeldansätze können chemische Phänomene mit multiphysikalischen Phänomenen und zum Teil auch mit biologischen Phänomenen verbunden werden, sodass wir dadurch in der Lage sind, transdisziplinär zu arbeiten und den Mikrokosmos mit dem Makrokosmos zu verbinden. Mit ihren 5 hochambitionierten Visionen schauen die Forscher weit voraus in die Zukunft der Wissenschaften. Mithilfe ihrer Simulationen sollen neue Materialien mit exakt definierten Hightech-Eigenschaften entstehen. Gleichzeitig werden diese Simulationen das Entwerfen und Testen von virtuellen Prototypen bis hin zu ganzen Fabrikanlagen stark vereinfachen. Basierend auf biologischen und mechanischen Erkenntnissen sollen Modelle einzelner menschlicher Körperteile und Organe zu einem allumfassenden Menschmodell zusammengeführt werden. Damit wird es möglich, neue Diagnose- und Therapiemethoden zu entwickeln. Komplexe Methoden in der Umwelttechnik sollen entwickelt werden, um zum Beispiel die Auswirkungen der Einlagerung klimaschädigender Gase in die Erde vorherzusagen. Eine weitere Vision betrifft die Systembiologie. Hier werden natürliche Systeme in der Zelle simuliert. Nicole Radde ist Juniorprofessorin und arbeitet an der Schnittstelle von Mathematik und Biologie. Da gibt es natürlich eine Menge mathematischer Herausforderungen. Zum Beispiel hat man oft nur wenige verrauschte Daten zur Verfügung, um komplexe Modelle zu lernen. Eine zweite Sache ist, dass man oft mit sehr großen Netzwerkmodellen arbeitet, wo analytische Methoden herkömmlich scheitern. Und die Lösung ist dann natürlich die Simulation. Professor Werner ist theoretischer Chemiker und Johannes Kästner Juniorprofessor in seiner Forschungsgruppe. Hallo Johannes. Mithilfe der Quantenmechanik berechnen sie die Struktur und die chemisch-physikalischen Eigenschaften von Molekülen. Der Leibniz-Preisträger erarbeitet Methoden, um die komplexen und miteinander gekoppelten Bewegungen von Elektronen und Atomkernen zu simulieren. Auch für seine Arbeit ist es von zentraler Bedeutung, sich durch die Perspektiven anderer Experten inspirieren zu lassen. In der Welt der kleinsten Teilchen, die er erforscht, herrschen ganz eigene Gesetze. Die Eigenschaften der Moleküle bestimmen ja letztlich das makroskopische Verhalten von allen möglichen Materialien, auch biologischen Systemen. Und unsere Ergebnisse aus den quantenmechanischen Rechnungen können als Input dienen für Simulationen für die makroskopischen Systeme in der Biologie oder in der Materialwissenschaft. Und das ist Aufgabe meiner Arbeitsgruppe, neue Methoden zu finden, mit denen man größere Moleküle und größere Systeme möglichst effizient und schnell berechnen kann. In der Arbeitsgruppe von Christian Linder führt der Weg vom Großen zum Kleinen. Am Institut für Mechanik simulieren sie den Einfluss von Defekten wie zum Beispiel Rissen auf das Materialverhalten. Die Simulation wird hinkommen. Der Juniorprofessor will die numerischen Methoden der Rissausbreitung auf der Makroskala auf kleinere Skalen erweitern. Seine Gruppe hat das bereits erfolgreich zur Modellierung von Defekten in verschiedenen Materialien wie Holz, Beton oder piezoelektrischen Keramiken angewendet. Wir sehen hier die Simulation einer Rissverzweigung, wie er bei uns in der Arbeitsgruppe vorgenommen wird. Wir versuchen nun gemeinsam mit Mathematikern
Materialwissenschaftlern und Physikern bei uns am Exzellenzcluster SIMTEC, diese Methoden auf der Makroskala zu erweitern, um für kleinere Skalen anwendbar zu machen. Auch eine Technikfolgenabschätzung hat der Cluster in sein Programm integriert. Damit trägt Simulation Technology dazu bei, die Zukunft menschlich und wissenschaftlich auf höherem Niveau mitzugestalten.